Geh weg von mir! Und damit herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Diese komischen Figuren haben uns das letzte Mal noch gefangen. Mit einem Kochlöffel eins übergezogen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen rauskommen. Komm mal weg hier. Nö, 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 du hast mich nicht. Was ist denn das? Wir sind auf jeden Fall irgendwie in der Küche angekommen. Und die werft mit ihren Fackelchen, diesen kleinen Fackelchen hier, kleinen Säue. Das ist natürlich die Frage, wo sind wir, wie kommen wir zurück? Seid echt ein bisschen feige. Wow. Guck mal, den konnte ich gar nicht mehr ausweichen so richtig. Ah, die Tür geht von selber auf. Okay, gut zu wissen. Hier geht es wieder ein bisschen runter. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder sehr, sehr nahe da, wo wir auch angefangen haben. Vom Level. Oh, hier geht's auch noch weiter. Und da liegt wieder eine arme Leiche. Ich drücke die falsche Taste. Als ich an diesem dunklen Ort erwachte, fand ich neben mir einen Teller mit gebratenem Fleisch und ein Glas mit würzigem Wein. Ich betete, dass mich meine Brüder bald retten würden. Vom Hunger geplagt, griff ich nach der saftigen Keule, nahm einen Bissen, kaute und schluckte schwer. Ich hatte erst zwei Bissen gegessen, als ich zu meinem Erschrecken feststellte, dass es sich bei den Knochen, den das Fleisch umhüllte, um einen menschlichen Oberschenkel handelte. Ja, würziges Fleisch, ne? Mein Freund, würzig ist was anderes. Ach, wie sind wir hier unten? Okay, sind wir quasi ein bisschen im Kreis gelaufen, aber ich könnte jetzt noch mal gucken, ob hier die Lebensenergie sich regeneriert hat. Hallo? Wir können natürlich nochmal mit dem Fahrstuhl, glaube ich, fahren, oder? Ist er jetzt. Ist er noch oben? Ja, der ist oben. Da kommen wir also so einfach nicht mal weiter. Aber kann ich hier lang? Nö. Wäre ja auch zu einfach gewesen, einfach nochmal mit dem Fahrstuhl zu fahren. So. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern. Boah, das ganze Fleisch hier. Und dann geben die ihren Gefangenen doch menschliches Fleisch. Also ihre eigenen Leute geben die denen zu essen. Ja, ist nicht nett, ihr kleinen Viecher. Da kommen noch mehr von euch. Ja, ich lasse es mal hier kommen. Hier geht es auch noch irgendwo weiter rauf. Gut, seid ihr ein bisschen tollpatschig? Aber wie soll man das so ausweichen? Guck mal, so viel Schaden. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel, den ziehe ich einfach mal. Denn das ist nicht der eigentliche Weg, den ich gehen sollte, glaube ich. Das Zimmer der Wachen, hier waren wir doch schon mal. Die Schattenhorden lauern in jedem Winkel der Burg. Vernachlässige deine Wache nicht. Ah, Bestiarium. Bestien eingefragt, fliegen der Skarve. Und ganz normale Zombies und eine Tür, die wir auch mal öffnen können. Damit hätten wir diese Tür schon mal erledigt. Und jetzt können wir die einfach mal so löschen. Jetzt löschen. Fallen lassen. Nein. Dreieck. Jawohl. Haben wir ja gerade gelöst, deswegen brauche ich die nicht mehr. So einfach kann es gehen. So, wir können aber wieder natürlich wieder zurückgehen, denn mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Beziehungsweise mehr können wir auch gar nicht machen, denn wir haben ja schon alles gemacht, was wir hier machen wollten und können und tun und so und sowieso. Einige Feinde sind wirklich heimtückisch. Ja, das mag sein. Diese kleinen elenden Tiere hier. Auf der anderen Seite kann ich nicht, da ist wieder so eine Sperre. Alles blockiert. Aber hier geht's weiter, das ist ja nett. Das Theater. Zögere nicht, Zweitwaffen und Magie einzusetzen. Sie helfen dir, einen Kampf zu deinem Gunsten zu entscheiden. Also ein Theater erwartet uns jetzt. Nur was wird hier gespielt? Das ist die Frage. Auf jeden Fall ein Lebensenergie, das ist super. Dann gehe ich doch mal hier kurz lang. Hier ist eine weitere Tür. Ich mach mal also nochmal eine Notiz. Muss ich wirklich hier drauf gehen, um ein Ü zu kriegen? Gab's hier nicht auch mal? Na egal. Gab's hier nicht auch mal sowas wie Symbol? Achso, Umlaute? Anscheinend nicht. Haben sie vielleicht rausgepickt? Und das ist Theater. Auf jeden Fall jede Menge Stühle. Und
jede Menge Logen. Du hast eine komische Nase. Die Tür ist zu. Was? Puppen mit Messern. Was willst du von mir, du Puppe? Da kommt noch einer raus. Oh, guck mal, die bringt ein bisschen mehr Erfahrung, kann das sein? Fliegende Puppen. Geh runter, Puppe. Schluss mit lustig. Aber wer ist die am Spielen? Was? Der hat mich getroffen? Wer hat das denn gemacht, mein Freund? Wie machst du das, obwohl ich über die bin? Ich könnte ja auch mal das machen, ne? Ihr Puppen. Doch oben kämpft... Wer war das? Da lief doch jemand. Was sind mit diesen Puppen hier? Die sehen irgendwie seltsam aus. Ich glaube, das ist die gerne hier, oder? Der Puppe. Wow. Ich könnte natürlich auch mehr meine Magie benutzen. So, stirbt ihr Puppen. Hehehe. Nee, 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 nee. So einfach lasse ich dich nicht kriegen. Mich nicht kriegen, mein Freundchen. Und da haben wir sie umgehauen. Nur wer war da oben? Er macht uns die Tür auf. Das ist gut. Wer bist du? Wait. Und da ist er weg. Ohne uns zu sagen, wer er ist. Who was it that helped me escape? Do you know him? Glaube schon. Tired of your silence. Show him to me. Here. Now. That is a forsch. Stupid creature. Nicht kaputt machen. All right, all right. At least tell me where I must go. Okay, also wieder zurück. Theater, Geheimnisse werden auf der Karte mit einem Ausrufezeichen markiert. Da musst du alle ein, um 100% zu erreichen. Sie werden doch auf der Karte markiert? Entscheidet der nicht so wirklich, ne? Denn sonst müssen wir die ganzen Notizen nicht machen. Oh Mann, ich bin schon ziemlich kaputt jetzt. Ach da, nochmal eine Kette. Okay, mach ich mal nochmal kurz eine Markierung. Markierungen über Markierungen. Ich meine, wir sehen ja sowieso, wenn noch nicht alles gefunden haben, wird uns ja angezeigt, ne? Vorraum steht ja was noch da, was noch fehlt. Für die Geheimnisse fehlen. Also ganz ohne kommen wir nicht aus. Ach, jetzt ist hier offen. Das ist ja nett. Da unten ist noch eine Tür. Ich lass die auch mal hier hingehen. So. So. Dann wissen wir nämlich, dass hier noch eine Tür ist. Und können die dann demnächst auch mal öffnen, wenn wir dann mal auf die andere Seite kommen. Oh, das war natürlich sehr schlau, mein Freund. Gerade erst geheilt und dann sowas. Kommt mal da runter. Seid doch nicht so forsch. Guck mal, hier ist doch ein schöner Ort. Findet ihr nicht? So unten am Boden, ich finde sie schön. Neue Fähigkeiten, ein neues Level. Was haben wir mit neuer Fähigkeit? So, mal gucken, Leute. Die Aufstiegsattacke. Dreieck und nichts. Okay, also dasselbe wie eben, nur als Flächenangriff. So, wir haben noch diesen Skaven hier. Wenn wir mal ranzoomen können, mal rauszoomen können. Ja. Einige Skaven mutieren mit gewaltigen Zuckungen, bei denen ihnen Flügel wachsen, die sie verwenden, um sich hoch über ihre erdgebundene Beute zu erheben. Oft stürzen sie sich auf ahnungslose Besucher und ernähren sich von ihren Leibern.
Aus dieser Kreatur saugen all jenen die Seele aus, die das Pech haben, ihnen über den Weg zu laufen. Ach, die saugen uns die Seelen aus. Böse, 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 meine Seele ist nicht zum Aussaugen, liebes Gearven. Hier ist noch eine Tür. Und ein Schacht auf der anderen Seite. Sind wir hier hinterm Tor sogar? Okay, dann kann ich das Ding ja wegmachen hier. Notiz wählen, in die Tonne kloppen damit. Ja, wunderbar. Was haben wir denn hier? Nochmal eine kleine Schriftrolle. Vielleicht ziemlich cool, wenn es da so Schriftrollen gibt, die auch sehr gut geschrieben sind. Da macht es auch Spaß, sowas zu lesen. Ich sah Puppen an einem Tisch, deren hölzerne Körper eine Haltung hatten, als würden sie sich bei einem großen Bankett vergnügen. Was kann das nur sein? Ich trat näher und stellte fest, dass der Tisch mit köstlichsten Speisen aller Art gedeckt war und streckte meine Hand nach einem glänzenden Apfel aus. Seine Beschaffenheit kam mir seltsam vor, doch erst, als ich ihn genommen hatte, fiel mir auf, dass er nicht echt war. Das war ein Trick, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Doch nun ist es zu spät. Sie sind hier, meint er die Puppen? Ja, er meint die Puppen. Stirb, erstmal die Beerdgeboten, ne? Die ist jetzt ein bisschen größeres Dorn im Auge als die Fliegenden hier. Komm schon, Puppe. Was wollt ihr eigentlich von mir, Puppen? Ihr habt gegen mich keine Chance. So, hier ist auch schon der Aufschussschacht, den wir von eben von der anderen Seite gesehen hatten eben. Na gut, ich glaube, ich muss halt von hier abspringen. Ja, geh mal weg, Dampf. Und eine makabre Puppe können wir jetzt uns mal anschauen. Machen wir doch direkt mal. Die vielen Seelen derer, die es wagen, in das Revier des Drachen einzudringen, werden gewaltsam ihren Körper entrissen und makabere Puppen eingesetzt. Die Fäden zieht der Spielzeugmacher. Wer ist der Spielzeugmacher, der sich damit vergnügt, sein tödliches Spiel mit immer neuen Akteuren zu füllen? Der Spielzeugmacher, du machst also diese Puppen. Ist also nicht mehr die Laura, die ist aber auch tot mittlerweile, deswegen kann sie es gar nicht. Auf der anderen Seite noch was? Nein, da ist auch alles zu. Also teilweise echt sieht es aus, als wären wir unter der Erde oder sowas. Die Terrasse. Unser nächstes Ziel also eine kleine Terrasse. So, die füllen wir auch mal auf. Ach, die waren schon aufgefüllt, kann das sein? Wir sind komplett wieder aufgefüllt. Hier ist ein Tor, das ist wohl zu. Und auch ein Dach. Oder ein Weg über uns. Eine Decke. Hör auf zu schreien, du widerliche Kreatur. Der ist wohl auch auf mir zu schießen. Widerliche Kreatur. Nur mal ein bisschen schade. Bei Castlevania Lords of Shadows haben wir immer direkt rausgefunden, was wir zu tun haben. Hier können wir das nicht. Hier ist nicht lang. Wir müssen also den Fahrstuhl nehmen. Das ist ein bisschen größer als die anderen, oder? Okay, hier geht's lang, aber hier geht's nicht lang. Guck, gegen Fliegende nutze ich immer gerne meinen Schutz. So, ihr widerliche Kreatur. Hörst du wohl auf zu schreien, du widerliche Kreatur? Was soll denn das? Schluss mit dem Geschrei. Komm mal runter da. Wunderbar. War's das? Jetzt geht die wieder raus. Okay. War's das schon mit der Terrasse? Wir sind wieder im Ballsaal. Oder das erste Mal im Ballsaal? Einige feindliche Projektile können sich durch Flächenangriffe umgelenkt werden. Haben wir auch schon gesehen. Brauche ich Leben? Nö. Da ist ein neuer Raum. Der Ballsaal. Da liegt auch schon das Mittagessen, wie es ausschaut. Oder das Abendessen. Passend zur Show, wie es scheint. Und doch sind es Werwölfe, die hier auftauchen. Damals die ersten Gegner sind sie jetzt wohl etwas härter als vorher. Können natürlich auch die Großen direkt sein. Komm her! Die Schoßhündchen der Vampire. Im Ballsaal. Komm, auf jeden Fall ziemlich schnell viele Gegner um die Ohren gehauen.
ist lustig. Von der anderen Seite einer. Nee, der Kronosch ist auch schon kaputt. Also alles hier ein bisschen sehr verfallen. Ich mache mal mein Schild an. Von allen Seiten können wir jetzt nicht mehr gut ausweichen. Schluss mit! Komm da runter! Du widerliche Kreatur! Ach, das ist schon tot. Oh, das war ja easy, oder? Komm ich hier rauf? Ja. Da ist auf jeden Fall wieder ein Haken. Das heißt, ich mache hier direkt noch eine Markierung, auch wenn ich jetzt was gefunden habe, aber ich glaube, da oben ist noch mehr. Ich mache einfach immer Kette und Truhe. Ich denke mal, da wissen wir auf jeden Fall, was zu tun ist. Und einen neuen Bestiariumseintrag. So, was haben wir denn da? Ein Werwolf. Während der dunklen Jahre der Herr der Regentschaft der Herren der Schatten wurden hunderte Menschen von Werwölfen gebissen und von ihrem verwunschenen Blut infiziert. Von ihren Instinkten getrieben und ohne ihren Anführer Cornell besetzen sie die Burg, um ihr neues Alpha-Männchen, den Prinzen der Finsternis, höchst selbst zu verehren. Ja, Gabriel Belmont, auch ihn kennen wir ja schon, war damals unser Held. Und um die Welt zu schützen, die er so sehr liebt, hat er seine Seele verkauft und wurde zum absolut fast bösesten Wesen überhaupt. Denn wir wissen ja, Satan gibt es hier auch und es scheint es hier in der Welt wirklich zu geben. Aber liebe Freunde, hier ist eine Tür. Was uns hinter diesem riesigen Tür erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge von Castlevania Lords of Shadows Mirror of Fate. Bis dann, euer Moscha. Ciao, ciao.